Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Gemini Ru. Wir haben gerade unser Training absolviert, wahrscheinlich Prüfung 2 sogar abgeschlossen, haben hier Epsilon 5 getroffen, vor denen uns Balder gewarnt hat. Vielleicht ist aber auch Balder und alle anderen hier irgendwie seltsam drauf. Sie scheint uns zumindest nicht extremst negativ gesonnen zu sein. So, und dementsprechend fahren wir jetzt zum Mittagessen, denn wir haben Essensrationen. Die anderen Räume müssen wir auch noch hier begutachten, ne? Trainingsraum und so weiter. Du sagtest, dass es einen triftigen Grund gebe, dass du fliehen musst. Kannst du dich erinnern, welcher Grund das sein könnte? Nein, nicht vollständig. Übrigens, hast du Balder schon getroffen? Wer ist Balder? Ich mache mir Sorgen, dass er irgendwas versucht, jetzt, wo deine Erinnerung gelöscht wurde. Gehst du jetzt zum Essen? Vielleicht. Okay, ich bin dann im Speisesaal. Okay. Das ist natürlich voll die Party gerade im Speisesaal. Okay, da sitzt sie. Erstmal essen holen. Da kam ein kleines Tablett mit Essen raus. Das haben wir jetzt wahrscheinlich. Ich will im Moment nichts essen. Davon will ich nicht. Sieht scheußlich aus. Okay. Was kannst du über diese Einrichtung sagen? Keine Ahnung. Es sieht so aus, als würden wir hier so eine Art Ausbildung erhalten. Was kannst du über diese Einrichtung sagen? Keine Ahnung. Es sieht so aus. Was weißt du über den Direktor? Er scheint hier für alles und jeden verantwortlich zu sein. Mehr weiß ich nicht. Erzähl mir was über dich selbst. Du hast mir geholfen, als ich hier ankam. Vor allem gegen Balder. Ich weiß nicht, was ohne dich passiert wäre. Was kannst du über Balder erzählen? Er mag dich nicht. Und wenn man es recht bedenkt, niemand mag ihn. Ja, so wie er spricht, könnte es stimmen. Was weißt du über Giselle? Du sagtest, sie wolle eine Karte von dieser Einrichtung zusammenstellen. Also hat sie dich auf eine Ausbruchsmission geschickt. Warum versuchst du nicht, sie zu finden und redest mit ihr? Da ist aber nichts weiter. Mach's gut. Bis dann. Okay, dann werden wir mal... Hier ist ja nichts weiter. Essen ist nichts. Er hat keinen Hunger. Dann machen wir uns mal weiter. Ist es Mittagszeit? Vielleicht können wir in die anderen Ebenen hier gehen. Wir gehen mal in die Fitness-Ebene. Ich mache mal hier Escape. Ah, nee, hilft nichts. So. Fitness waren wir noch nicht. So. Mal wieder gibt es nur einen Ausgang. Ui, Apparate. Was ist das hier? Gewichte. Oh. Eine Auswahl an Gewichten. Kann man was mitnehmen? Es gibt verschiedene Gewichte zur Auswahl. 4 Pfund. So, 4 Pfund habe ich mitgenommen. Danke. Ansonsten... Okay. Balder. Das ist Balder. Okay. Hey, Charlie. Wie geht's denn so? Wo sind wir? Niemand hier drin weiß irgendwas. Wir warten hier alle eines Tages ohne Erinnerungen auf. Und wir alle wollen hier raus. Wir vermuten, dass es einige Leute schon rausgeschafft haben müssen. Zumindest waren sie plötzlich verschwunden. Die müssen ihre Abschlussprüfung bestanden haben und entlassen worden sein. Aber vom Antworten her... klingt das plausibler. Can you help me with something? Zeig mir einfach, was du willst. Interagiere mit Charakteren, um Anweisungen zu geben. Okay. Ach so, Gewicht und Essen. Ich muss... Ach so, das ist ja meins.
Okay, ich könnte ihn theoretisch... Kannst du das Regal hier bewegen? Okay, mach ich. Ach. Dahinter? Warte mal, Boulder. Ich glaube... Kannst du das Regal... Okay. Ich lasse ihm mal das Rechte. Da ist nämlich auch ein Gitter. Warte mal. Kannst du das Regal... Okay. Da brauche ich ein Werkzeug. Okay, warte mal, jetzt reden wir erstmal mit ihm. Hey, Charlie. Wie geht's denn so? Ich geht dir. Was weißt du über den Direktor? Was meinst du? Er ist der einzige Arzt hier, der mit uns spricht. Er scheint hier die Hosen anzuhaben. Wenn irgendjemand uns hier rauslassen kann, dann ist er das. Mhm. Was weißt du über Epsilon 5? Ich sagte ja schon, du kannst ihr nicht trauen. Das ist eine ganz linke Bazille. Man weiß nie, was sie eigentlich vorhat. Wie sieht's mit dir aus? Mit mir? Was soll schon mit mir sein? Wir waren von Anfang an die dicksten Kumpels. Mhm. Was weißt du über Giselle? Nicht viel. Die bleibt meist für sich allein. Weißt du, wo ich sie finden kann? Sie hat Wartungsdienst. Warum fragst du? Ist nicht so wichtig. Bis später. Wir sehen uns dann, Charlie. Kannst du das Regal hier bewegen? Nicht, wenn was im Weg ist. Ah, cool. Hat man bedacht. Kannst du das... Okay. So, warte mal. Ich lasse ihn das hier nochmal. Kannst du das Regal... Okay. Was ist, wenn das hier unten... Warte mal. Okay, er braucht Werkzeug. So, sie hat wahrscheinlich Wartungsdienst. Pass auf, dann gehen wir mal... Das ist ja auch noch so ein Gebiet in den Wartungsbereich über. Toll. Wartungstür ist. Warte mal. Kriege ich nicht auf? Was ist das hier? Ist da jemand drin? Okay, hier vielleicht. Ist da jemand drin? Giselle? Was willst du, Charlie? Oh. Lass mich rein. Was hast du mir gestern abgenommen? Hast du mich dazu gebracht, auszubrechen? Was war... Ja, komm. Hast du mir gesagt, dass ich ausbrechen soll? Halt's Maul. Sei still. Komm rein oder lass es bleiben. Okay, ich komm schon. Komm nicht zu weit rein, sonst erfasst dich die Kamera. Mhm. Ich glaube allerdings nicht, dass sie hier drin Audioüberwachung haben. Das habe ich schon überprüft. Also, Charlie, wie kommt's, dass du dich erinnern kannst? Epsilon 5 hat's mir erzählt. Reg dich nicht auf. Wenn ich jeden dabei behalten würde, der je einen Ausbruchsversuch für mich unternommen hat, nachdem seine Erinnerung gelöscht wurde, wären es einfach zu viele. Ich habe ja gar nichts gegen dich persönlich. Es ist bloß einfacher, mit weniger Leuten auszubrechen. Okay. Du wolltest mich also einfach nur benutzen? Du wusstest genau, worauf du dich einlässt. Deswegen hast du offensichtlich Epsilon 5 gesagt, dass sie deiner Erinnerung auf die Sprünge helfen soll. Nimm's nicht persönlich, Charlie. Warum überhaupt dieser Fluchtversuch? Weißt du nicht, was das hier für eine Einrichtung ist? Das ist ein Rehabilitationszentrum für Kriminelle. Das heißt, sie waschen dir das Gehirn, wenn du hergebracht wirst, und dann waschen sie dir es nochmal, wenn sie dich rauslassen.
Ich weiß nicht, wie es mit dir aussieht. Aber ich habe keine Lust, ein zweites Mal meine Identität zu verlieren. Das Bewusstsein, mit dem ich derzeit lebe, ist das Einzige, das ich habe. Und ich werde nicht zulassen, dass irgendjemand für mich entscheidet, wer ich bin, wie ich zu dem geworden bin und wie ich mich zu verhalten habe. Selbst wenn das heißt, dass ich wieder draußen leben kann, wäre es nicht viel besser als der Tod, wenn ich keine Erinnerung an meine eigene Vergangenheit habe. Deswegen muss ich hier raus. Ohne Gehirnwäsche. Ich muss hier raus, um meine alte Erinnerung, meine echte Erinnerung, meine Identität wiederzufinden. Und genau deswegen warst du einverstanden, mir zu helfen. Weil es dir nämlich genauso geht. Wenn sie dir das Gehirn waschen und dich zu einer niegelnagelneuen Person machen, ist das das Gleiche, als würden sie dich umbringen. Aber die haben mein Gedächtnis gelöscht, nur weil ich dir geholfen habe. Du bist aber noch die gleiche Person wie vorher. Du hast auch immer noch die gleichen Leute, die deiner Erinnerung auf die Sprünge helfen. Wenn wir hier raus sind, werden wir uns ohnehin nie wieder begegnen. Du wirst dich nicht mal mehr an dein vergangenes Bewusstsein erinnern. So wie ich das sehe, ist es, obwohl wir früher existiert haben und auch in Zukunft existieren werden, auch völlig unerheblich, weil wir nur ein Bewusstsein dafür haben, wer wir jetzt sind. Und dieses Bewusstsein will ich behalten. Darum willst du also fliehen? Du willst nicht, dass sie dich rekonditionieren? Wenn ich nicht ausbreche, weiß ich, dass sie mir wieder eine Gehirnwäsche verpassen, sobald ich die Prüfungen hinter mir habe. Deswegen kann ich auch meine letzte Prüfung nicht absolvieren. Wenn ich die machen würde, würden die mich sofort mit neuem Bewusstsein entlassen. Ich will aber nun mal mein derzeitiges behalten. Du wolltest mir also einfach die Karte wegnehmen und mich ansonsten im Unklaren lassen? Naja, offensichtlich bist du dafür zu clever. Sonst wärst du ja jetzt wohl nicht hier. Okay. Aber du weißt doch gar nicht, wer du vorher warst. Das ist völlig egal. Falls ich meine alte Persönlichkeit wiederhaben wollte, könnte ich mir die hier aus den Datenbanken holen. Wenn du deine wiederhaben willst, können wir auf der Flucht da vorbeischauen. Aber dann würdest du deine derzeitige verlieren. Insofern ist es also ganz egal, oder? Eigentlich nicht. Wann hast du geplant auszubrechen? Warum soll ich dir das auf die Nase binden? Du bist nicht dabei. Es sei denn, du kannst etwas Nützliches beisteuern. Im Moment bist du schlicht nicht nützlich genug. Aber ich habe geholfen, die Karte zusammenzustellen. Und jetzt brauche ich dich nicht mehr. Also verschwinde. Wer kommt denn noch mit? Verrate ich dir nicht. Ich will mitmachen. Du hast nichts Nützliches beizusteuern. Wie kann ich mich denn nützlich machen? Keine Ahnung. Welche Fähigkeiten hast du? Die besten. In was wirst du hier ausgebildet? Schusswaffen. Schusswaffen? Hey, das könnte wirklich ganz nützlich werden. Ach, auf einmal. Ich sag dir was. Wenn du mir eine Pistole besorgen kannst, bist du dabei. Okay. Das wird aber nicht einfach werden. Du musst sie aus der Halle, wo das Schießtraining stattfindet, rausschmuggeln. Die haben da Sensoren, die feststellen, ob irgendwas entfernt wurde. Ich krieg das schon hin. Ich glaube, dir ist nicht klar, wie schwierig das wirklich wird. Aber okay. Komm erst hierher zurück, wenn du die Pistole hast. Und jetzt mach die Tür von außen zu. Warum sollte ich? Oh, da ist ein Werkzeugschrank. Eine Kiste. Eine Wartungstür. Ein kleiner, leichter Metallkasten. Kann man den... Ich muss ihn irgendwie abstellen. Weiter geht's nicht. Keine Ahnung. So, was haben wir hier? Ein Werkzeugschrank. Abgeschlossen. Was soll das werden, wenn's fertig ist? Lass die Finger von meinen Sachen. But I might need something in there. Hast du nichts mehr in deinem Versteck? Meinem was? Deinem Versteck. Was für ein Versteck? Hallo? Dein Spülkasten? Ich glaube eigentlich nicht. Einverstanden. Besorg mir was zu essen und ich mach den Werkzeugschrank für dich auf. Ist das klar? Ja. Okay, damit kann ich dienen. Hier. Hier hast du dein Essen. Danke, Charlie. Sehr nett von dir. Ich habe nicht mehr viele Rationen bekommen, seit ich meine letzte Prüfung geschmissen habe.
Die geben mir keine Essensmarken mehr, seit ich aufgehört habe, ihre kleinen Spielchen mitzuspielen. Komm, ich mach dir schnell den Werkzeugschrank auf. So, was da drin? Ein paar Werkzeuge. Schraubenzieher, die Gitter. So, haben wir doch irgendwas? Nee, ne? Sonst gibt's nichts Brauchbares. Okay. Knopf? Sollte die obere Tür öffnen. Sieht wie ein Schema des Belüftungssystems. Ups. Blau. Speisesaal. Blau. Guck mal hier, Lüftungsschacht. In die Eins muss ich das werfen. Guck mal, das sind die drei Ausgänge. Zwei und drei funktionieren nicht. In der Eins ist der Ausgang. Das heißt, was wir dort oben in Blau 2 in das Lüftungsgitter reinwerfen. Okay, ich glaube... Hallöchen, Charlie. Hi. Wenn du schon gerade da bist, könntest du mir ja bei etwas behilflich sein. Was denn? Um was geht's denn? Als ich gerade meine Wartungsschicht beenden wollte, habe ich bemerkt, dass ich noch die Luftschächte von LVL2 hierher umleiten muss. Und das soll ich erledigen? Wenn du schon so nett fragst. Du kannst diese Maschine hier drüben benutzen. Was ist mit der Kamera? Du glaubst doch nicht im Ernst, dass uns jemand beobachtet. Wenn du wirklich so paranoid bist, okay, bleib wo du bist. Mir soll's egal sein. Na, da speichere ich mal lieber vorher ab, du. Maschine benutzen. Ich versuche das Belüftungssystem so einzustellen, dass die Luft von Level 2 nach Level 1, also hierher, strömen kann. Dazu muss ich alle Rohrleitungen von hier bis in den zweiten Stock frei bekommen. Der betreffende Abschnitt betrifft Schacht 3 bis Schacht 10. Das System hat momentan nicht besonders viel Saft, also kann man immer nur 5 Luftdurchlässe gleichzeitig öffnen, wenn du erstmal das Belüftungssystem reaktiviert hast. Wenn du einen Durchlass geöffnet hast, leuchtet er grün, genauso wie die angeschlossenen Schächte. Also nochmal, es gibt momentan nur genug Saft, um 5 Ventile gleichzeitig anzusteuern. Und du musst eine freie Durchleitung von Schacht 3 bis Schacht 10 erreichen. Also überleg dir genau, was du tust. Viel Spaß! Ach so... Unzureichend. Ach so, eins, die 5 ist noch aktiv, deshalb. Denk dran, Charlie. Ja, immer nur 5 Ventile. So. Es geht nur hier drüber. Thank you.
und der. So, jetzt muss das hier noch raus. Oh. Du hast es also hingekriegt. Gute Arbeit. Wenn jetzt irgendwas die Luftschächte auf Level 2 blockiert, wird das entsprechende Objekt direkt hier runtergeschickt. Okay. Oh, was ist das hier, ein Rad? Da werden die Dampfdruckventile. Ich muss näher ran. Ja. Macht das Sinn? Ich stelle es mal direkt drauf. Eins ist das andere, ist das gleiche. Kann ich jetzt irgendwas? Dampf macht das Metall zu heiß. Na gut, gute Frage. Pass auf. Das heißt, wie geht's beim nächsten Mal weiter? Beim nächsten Mal müssen wir gucken. Wobei, warte mal, pass auf, wir fahren noch mal ganz kurz. Da muss ich den Knopf drücken. Pass auf. Wir haben ja jetzt schon gut geholfen. Wir haben Futter besorgt. Wir müssen die Waffe besorgen. Sie hat uns einen Tipp gegeben, dass wir ein Versteck haben. Das heißt, ich fahre zum Versteck. Genau. Und mal gucken, was wir da finden. Wir müssen dann auf alle Fälle noch zum Schießstand. Wir können jederzeit weitermachen, hat er gesagt. Im Schießstand müssen wir die Waffe klauen. Na komm. Benutze den Scanner. Ja, den Scanner, ich weiß. So. Und hier ist dann der Fingerabdruckscanner. Und hier war es der Spül. Ach, siehst du, gibt's. Fest angeschraubt. Na, so ein Zufall, dass wir einen Schraubenzieher hatten. Was? Spülkasteninneres. Ein Rohr. Okay. Jetzt haben wir ein Rohr. Ich komme nicht zurück. Ah, okay. Gut. Wir haben jetzt also ein Rohr. Warte mal. Ein langes, stabiles Rohr. Können wir vielleicht als Hebel benutzen. Wir haben einen Schraubendreher. Und wir haben ein Gewicht von 4 Pfund. Das heißt, wir werden beim nächsten Mal uns Richtung hier Ausbildung machen. Ne? Und werden die Waffe dann einfach mal mopsen. Ich hoffe mal, es funktioniert. Und wir müssen nicht noch ein paar andere Sachen vorher machen. Und wir schauen mal, wie wir hier weiter vorankommen. Bis zur nächsten Folge. Euer Firefox.